vorhin bei der Kundgebung ja auch einiges Unfreundliche über die Alten gesagt. Ich möchte als einer der Älteren unter uns doch was zur Ehrenrettung sagen. Wir haben, glaube ich, vor einem Vierteljahrhundert das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was ja nicht im Grundgesetz steht, entdeckt und haben vor 25 Jahren etwa eine Bewegung, die auch erst aus einigen hundert, einigen tausend, dann 10.000, dann 100.000 bestanden hat, ins Leben gerufen und zum Widerstand mobilisiert, damals gegen die Volkszählung in Deutschland, in Westdeutschland. Wir waren zwar nicht so erfolgreich, dass wir die Volkszählung verhindert haben, aber die Volkszählung wurde unterlaufen und sie konnte für das sie geplant war, nicht mehr genutzt werden. Ich habe bis heute die Fragebogen der Volkszählung nicht ausgefüllt. Und schimpfen wir nicht nur auf die Alten, sondern sagen wir, diese Tradition der Alten wollen wir fortsetzen, weil wir haben damals schon erkannt, wenn der Staat unbeschränkt Daten über Bürgerinnen und Bürger anhäuft, dann wächst auch die Begehrlichkeit aller staatlichen Organe, vom Sozialamt bis zum Geheimdienst, diese Daten auch für seine Zwecke häufig gegen die Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Das war für uns. Und ein zweites wichtiges Ergebnis war, dass nach dieser Bewegung das Bundesverfassungsgericht das Recht, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gefunden, aus der Verfassung rausgelesen hat, das inzwischen genauso viel wert ist, als wenn es im Grundgesetz stehen würde und darauf sich jeder von uns, von euch berufen kann. Und das sollten wir auch jetzt tun. Wir haben eine zweite große Bewegung gehabt, die noch gar nicht so lange her ist. Und die war auch richtig und wichtig, leider bis heute nicht erfolgreich. Wir hoffen auch da aufs Bundesverfassungsgericht und die Massenbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Das ist die Bewegung gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und wir müssen diese Bewegung gegen die Vorratsdatenspeicherung zusammenführen mit der neuen Bewegung gegen die Internetkontrolle. Weil wir haben inzwischen eine schlimme Erfahrung gemacht, vorhin ist das angedeutet worden. Wir haben inzwischen ein schlagendes Beispiel dafür, dass wenn die Daten mal da sind, dass dann natürlich die Daten für alles Mögliche benutzt werden sollen. Das Beispiel ist das Mautgebührengesetz. Da wurde uns im Deutschen Bundestag gesagt, wir wollen doch alle, dass diese bösen LKWs auf den Autobahnen nicht ohne Zahlen der Gebühren wegkommen. Und deshalb machen wir da überall die Brücken, sammeln die Daten, damit die Gebühren ordnungsgemäß eingezogen werden können. Und da haben wir gesagt, ja, aber wenn die Daten doch von allen gesammelt sind, auch nur von den LKW-Fahrern, von den LKW-Wagen, dann können die doch für alles Mögliche gebraucht werden, wurde uns gesagt. Nein, das geht gar nicht. Wir schreiben sogar ins Gesetz rein einen Satz, dass diese Mautdaten auf keinen Fall zu irgendeinem anderen Zweck gebraucht werden dürfen. Und das steht auch im Gesetz. 2 Jahre später kamen einige auf die Idee, man könnte das doch auch im Kampf gegen den Terrorismus und im Kampf gegen Diebstahl, im Kampf gegen Räuberei, im Kampf gegen alle Paragraphen des Strafgesetzbuches sehr gut gebrauchen. Und inzwischen ist diese Bestimmung im Gesetz kein Jota mehr wert, weil man einfach das Gesetz ändert. Die Daten sind dann da und können missbraucht werden. Diese Lehre müssen wir berücksichtigen.